Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um die Sweatshirt-Jacken. Ich habe auch schon die erste an, die ich euch vorstellen möchte. Ich habe sie in anderen Farben, weil ich sie einfach sehr, sehr cool von den Farben, vom Schnitt, von der Qualität finde. Und zwar geht es hier um die Sweatshirt-Jacken von Worst Behavior. Hinten steht es auch nochmal drauf. Logo ist drauf. Ja, was macht die Jacken so besonders oder warum sollten sie eine Inspiration für euch sein? Darum geht es hier ja. Vielleicht fühlt ihr euch inspiriert von den Jacken, dann gönnt sie euch gerne. Ich finde die Farben erstmal richtig cool, das hier ist so ein Off-White. Dann gibt es hier so ein Braun, ich weiß gar nicht, was das betitelt ist. Dayton Braun, irgendwie so etwas, kann sein. Man nagelt mich nicht darauf fest. Dann in klassisch Schwarz und in Khaki. Die Khaki-farbene ist noch ein bisschen anders vom Stoff. Man sieht es auch von drin. Hinten ist ein sehr großes Logo drauf. Also wirklich verschiedenste Farben am Start hier. Schön, genau. Dayton war nämlich die Kollektion von Worst Behavior. Das sind die drei, die ich euch gerade gezeigt habe. Oder die beiden, die ich euch gezeigt habe und die ich anhabe. Die Khaki-Farben ist ein bisschen anders, aber auch vom Schnitt gleich unten. Mit dem etwas dickeren Bündchen. Doppelter Reißverschluss. Also ihr könnt sie auch von unten aufmachen. Wirklich sehr gut verarbeitet. Es ist wirklich warm für den Sommer, wenn dann wirklich die Übergangsjacken zum Herbst, zum Frühling hin. Ich finde es auch sehr cool, dass sie hier am Handgelenk etwas enger geschnitten sind. Ich trage die Größe M. Ich gucke gerade nochmal rein. M. Die sind wirklich etwas oversized geschnitten. Ich bin 1,90 groß, 86 Kilo schwer. Checkt da unbedingt die Größen. Inspiration geht auf jeden Fall, wie gesagt, raus. Ich finde sie wirklich sehr cool. Vielleicht ist eine für euch dabei. Das ist meine heutige Empfehlung für euch. Bis zum nächsten Video.